Es wird nicht für jeden die Platz 1, 2, 3 sein, aber ihr werdet sie 100% mögen. Oh, was geht? Mein Name ist Paddy Eve und heute geht's einmal um die Top 3 der Holy Energy Sorten 2024. Und ja, ich glaube, ich spreche für uns alle, es ist verdammt schwierig, sich eine neue Sorte rauszusuchen, gerade bei Holy, denn die hauen gefühlt jeden Monat einen neuen Knaller raus. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was meine persönlichen Top 3 bis Top 5 sind, die schon seit Jahren ganz weit oben sind und ich glaube, nicht wegkommen. Und da würde ich auch sagen, kann ich das, glaube ich, sehr, sehr gut empfehlen. Deshalb habe ich hier schon ein paar vorbereitet, ja, damit man sehen kann, das hier sind meine Top 3 Lieblingssorten 2024, 2023 und 2022. Also bis dato weiterhin. Aber da ist was Neues dazu gekommen, denn es hat sich geändert und auch Holy stellt einen sehr, sehr zufrieden, muss man dazu sagen. So, das hier sind jetzt nur ein paar, aber hier verstecken sich schon mal, sage ich mal, so die Top 5 der Holy-Sorten. Und man muss dazu ganz klar sagen, es ist natürlich verdammt schwierig, immer wieder neue Sorten rauszubringen. Auch, sage ich mal, jeden erst recht zu machen. Das ist auch sehr, sehr, sehr schwierig. Ja? Weil es natürlich so viele verschiedene Geschmackssorten gibt, verschiedene Variationen gibt, aber irgendwann mal wird es dann, glaube ich, doch ein bisschen schwieriger, noch was Neues rauszuhauen. Nichtsdestotrotz, denkt daran, ihr könnt auch immer wieder, sage ich mal, Probepakete bestellen. Dann habt ihr von verschiedenen Sorten immer so ein, zwei Tütchen, wo ihr es mal probieren könnt. Ja? Ihr habt auch bei mir in der Beschreibung habt den Link, wo ihr auf die Seite kommt. Ihr habt einen Rabattcode. Ihr könnt einmal 5 Euro mit Paddy 5 sparen oder mit dem Code 10K spart ihr 10%. Und das können gerne mal 15, 20 Euro sein. Locker, hatten wir schon einige von. Auf jeden Fall, klar, gibt es Eistee, Hydration und mittlerweile auch, beziehungsweise und Energy. Die haben mit Energy angefangen. Das sind jetzt, sage ich mal so, ja, ein paar von meinen Sammlungen. Viele davon sind auch schon leer. Die stehen auch oben im Zimmer, im Streamingraum. Aber hier sind, sage ich mal so, mit die Top-Geschmäcker dabei. Beziehungsweise auch sehr neue, aktuelle, wie zum Beispiel dieser hier. Der ist top, neu und auch Wassermelone. Ist jetzt mittlerweile fest im Sortiment. Muss dazu sagen, es haben sich einige abgelöst. Aber wir fangen mal an. Für mich mittlerweile ganz klar, muss ich sagen, Top Nummer 5. Früher war Platz 3 bei mir Cobra, jetzt ist es aber Platz 5, nicht Cobra, sondern ausgetauscht dieser hier. Das ist von allen Sorten und ich habe wirklich alle Sorten schon probiert, auch mehrmals getrunken. Muss aber mittlerweile sagen, gerade in den heißen Tagen ist mittlerweile das hier meine Top Nummer 5. Den feiere ich dermaßen, auch dazu mit Kohlensäure und mit Eiswürfel. Der ist wirklich ein sehr, sehr guter Allrounder, wenn man die tropische, säuerliche, fruchtige mag. Fruchtgeschmack mag, mein Gott. Sehr, sehr geil. Also das hier meine Nummer 5, dieser hier. Dann kommen wir zu Nummer 4. Und da muss ich sagen, ist es sehr, sehr, sehr schwierig, was die Nummer 4 ist. Aber ich kann sagen, Nummer 4 ist für mich mittlerweile, wo ist er? Dieser hier. War sehr, 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 sehr lange meine Nummer 1, meine große Liebe. Wo ich mit Holy angefangen habe, habe ich gesagt, Shark ist das Nonplusultra, es kommt nichts an Shark ran. Mittlerweile aber auf Platz Nummer 4 gelandet. Könnt ihr vergleichen, schmeckt wie der rote Erdbeerbereich von Flutschfinger. Das Eis kennen wir alle, genauso schmeckt es. Sehr, sehr himmlisch, sehr, sehr geil. Sehr lange eine 1 gewesen, jetzt aber mittlerweile Platz Nummer 4. So. Und jetzt fangen wir an. Meine Nummer 3 ist für mich persönlich einmal dieser hier. Das ist meine Nummer 3. Ich liebe ihn. Der war vorher sogar meine Platz 2, aber es ist neu dazugekommen. Und den sage ich ehrlich. Also die 3 jetzt, die ich jetzt nenne, ne, die kann ich von morgens bis abends trinken. Wirklich, die sind... Ich lege für diese 3 Nummern meine Hand ins Feuer. Es wird nicht für jeden die Platz 1, 2, 3 sein. Aber ihr werdet sie 100% mögen. Oh ja, geil. Und zwar ist es einmal dieser hier. Und der ist bei mir so oft leer. Glaubt es mir. Das ist... Also wirklich, der ist absolute Liebe. Und was ich auch geil finde, du kannst ihn auch mit normalen Leitungswasser, also mit normalem Wasser trinken.
Ich trinke generell immer Leitungswasser, mit Sprudel oder ohne Sprudel. Und da muss ich sagen, es gibt für mich persönlich wenige, die du halt mit Sprudelwasser oder mit normalem Wasser trinken kannst, mit Mineral. Und da muss ich sagen, dieser hier auf jeden Fall. Das heißt, er hier, Numero 3, 2024, Holy Energy. So, das ist Numero 3. Jetzt kommen wir zum Platz Numero 2. Und ich habe davor gesagt, das wird meine neue Nummer 1. Ich liebe ihn, ich feiere ihn und das ist abgöttlich geil. Trotzdem am Ende des Tages weiterhin Platz Nummer 2. Aber ganz knapp. Und zwar ist es, wer hätte es gedacht, ihr habt es glaube ich auch schon im Video gesehen, wo ich so extrem ausgerastet bin. Nummer 2, Cherry. Ich feiere ihn so dermaßen. Und da kann ich direkt sagen, diese Cherry schmeckt so wie von Coca-Cola Cherry, dieser Kirschteil. Genau so schmeckt das. So nehme ich es zumindest wahr. Absolute Liebe, absolut gerechtfertigte Nummer 2, wirklich dermaßen empfehlenswert. Und ich sage jetzt schon mal vorweg, Platz 1 wird bei mir 100% nicht Raptor sein. Ja, viele von euch feiern Raptor so dermaßen, aber ich bleibe dabei weiterhin kein Himbeer-Fan. Deshalb, bei mir wird es auf jeden Fall nicht Nummer 1 werden mit Raptor, sondern es wird was ganz anderes werden. Ja, das ist wirklich, das ist die beste Kirschsorte, das weiß ich nicht, so schwarze Kirsche oder sowas. Keine Ahnung. Es gibt ja so verschiedene Kirschsorten. Boah, ja, Mann. Oh, der ist wirklich, wie gesagt, für mich persönlich meine Platz 2, Platz 3. Und ich sag euch zu 100%, wenn ihr die bestellen solltet oder die Probepacks, ihr werdet mir zustimmen, dass die geil sind. Vielleicht nicht für jeden Platz 1, 2, 3, aber ihr werdet 100% sagen, ja, schmecken gut. Ich hoffe es zumindest. Also meine Community stimmt mir dazu. Mal gucken. Das auf jeden Fall Numero 2. Cherry kam Ende letzten Jahres sogar raus. Also Ende 23 kam dieser Geschmack raus. Der hier glaube ich Anfang 23. Und Shark war glaube ich einer der ersten. Ich glaube das war so die ersten Sortimente hier. Und deshalb ist das Numero 3. Das heißt, wir haben hier einmal Platz 4 Shark, ehemalige Nummer 1 gewesen. Platz 5 Lime, kannst du vergleichen mit Cobra. Auch Cobra ehemalige Platz 3 gewesen, habe ich schon, glaube ich, gesagt. Ne? Und jetzt meine Nummer 5. So. Und jetzt kommen wir zur neuen Nummer 1 oder zur alten Nummer 1. Und das ist, wer hätte es gedacht, Mango Kiwi. Ich bleibe dabei. Das ist für mich mit Abstand der beste Geschmack. So ein richtiger Löwengeschmack. Ja? Das ist nämlich einmal dieser hier. Weiterhin ungeschlagen, muss ich ganz klar sagen, das ist und bleibt weiter mal Nummer 1. Ich liebe diesen Kiwi-Mango-Geschmack. Das ist, boah, das schmeckt so dermaßen fruchtig. Das schmeckt so genial. Das hat so eine, das ist so ein Mix aus fruchtig, säuerlich, süßlich. Irgendwie so total strange, total göttlich. Ich sag wirklich, wie es ist. Der schmeckt göttlich. Und da sage ich wirklich, ich sag immer, Geschmäcker sind verschieden und jeder hat einen anderen Geschmack. Bei dem sage ich, den müsst ihr holen. Egal was ist, ihr müsst den holen. Nehmt den Code PADDY5, nehmt den Code ZINKER, ja, auf ganz abgehoben ZINKER-Code für 10%. Den müsst ihr holen. Das ist wirklich, der ist Sahne. Den habe ich auch schon so oft leer gemacht. Ne? Glaubt mal, das ist mein Highlight. Der ist definitiv mein Highlight. Ich bleib dabei. Das ist mit Abstand Nummer 1. Er ist, ach, geil. Gerade dieser Mango-Geschmack, okay, jetzt muss man dazu sagen, ja, man muss es natürlich auch mögen. Ne? Die einen mögen keinen Mango, die anderen mögen keine Himbeeren. Für sehr, sehr viele, auch aus meiner Community, ist Raptor oder Shark weiterhin Nummer 1. Shark auf jeden Fall geil. Raptor ist es okay, aber ich mit Himbeeren, na, schwierig. Hört nicht auf meine Community, hört auf mich. Nicht Raptor holen, holt euch Lion. Boah, das ist so pervers, ne? Das schmeckt so pervers gut. Ja, das ist auf jeden Fall meine Top 3 bzw. meine Top 5 der Holy Energy Sorten 2024. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Was mich aber viel mehr interessieren würde, ist, wenn ihr mal raushauen würdet in den Kommentaren, was sind eure Top 5 von Holy? Ich bin da gespannt, wie groß die Unterschiede sein werden. Und ich bin auch gespannt, wer mir da so zustimmen wird mit meiner Aussage. Mal gucken, wie viele auf Platz 1 Raptor legen werden. Mal gucken, vielleicht ist da auch ein Geschmack dabei, wo man denkt, was, den magst du zum Beispiel? Kokosnuss, Kokosnuss-Blaubeere, sehr umstritten. Oder Bratapfel, ebenfalls sehr umstritten. Hab aber auch schon mal einen Kommentar gelesen, dass jemand Bratapfel auf die 1 setzen würde, dass er das sehr, sehr feiert.
Geschmäcker sind verschieden. Testet es aus, probiert es aus. Wenn ihr euch unsicher seid mit Holy, wie gesagt, es gibt Probepakete, da könnt ihr euch einmal rantesten. Vertraut mir, ihr seht es auch in den Bewertungen. Holy ist wirklich, das ist ein Banger. Die ballern so nach oben, die haben so krasse Top-Bewertungen, weil die wirklich darauf achten, dass diese Geschmäcker so natürlich und fruchtig wie möglich schmecken. Du schmeckst da keine Chemie raus. Und das Zweite ist, da ist auch keine Scheiße drin. Ja? Da ist kein Zucker drin, kein ekelhaftes Chemie, Süßstoff, Gedöns und hast nicht gesehen, da sind keine Kalorien drin. Davon rede ich irgendwie sehr, sehr selten davon, von diesen ganzen Inhaltsstoffen, was da drin ist. Aber ja, keine Kohlenhydrate, kein Fett, kein Zucker. Das ist schon wirklich sehr, sehr geil. Und es schmeckt nicht wie so ein ekelhafter Zero Energy. Gar nicht, wirklich. Was finde ich so pervers. Diese ganzen Light- oder Zero-Sachen, die schmecken bombastisch super lecker. Bombastisch super lecker, ja moin. Ihr merkt schon, ich muss Feiern machen, ich bin durch. Wie gesagt, lasst gerne mal ein Abo da, lasst ein Like da, würde mich mega drüber freuen. Ich weiß, jeder Streamer oder jeder Creator labert immer denselben Mist, aber es ist nun mal so, ihr helft uns Creator wirklich dermaßen, den Content weiterhin zu produzieren. Deshalb gerne bitte ein Abo da lassen, würde mich mega freuen. Und wichtig aber, haut Kommentare raus, was eure Top 3, Top 5 sind. Bin gespannt beim Lesen und in dem Sinne, lasst es euch gut gehen, bleibt sauber, haltet die Ohren steif, Kuss geht raus.